Einen schönen guten Morgen, alle, die sich diese Predigt ansehen und dadurch an unserem Gottesdienst teilnehmen. Es wäre natürlich besser, wenn wir alle beieinander sein könnten, aber das geht eben mal nicht. Wo immer wir auch sind, hier in Niagara oder anderswo in Gottes Wunderwerk dieser Welt, wünsche ich Ihnen Gottes Frieden und Freude in dieser Osterzeit. Wer immer mal eine längere Eisenbahnreise gemacht hat, oder sogar per Auto, wird sicherlich zu einer Zeit in ein Tunnel gefahren sein. Man sitzt am Fenster und schaut sich die Landschaft an einem vorbeirauscht. Felder, Bäume, Häuser, Dörfer, Städte, Menschen, Sonne, Wolken, blauer Himmel. Ich auf jeden Fall kann das stundenlang machen. Wahrscheinlich ihr auch. Plötzlich ist aber alles dunkel. Wir sind in einem Tunnel. Was wir genossen hatten, ist weg. Nur noch Dunkelheit und das Geräusch des Zuges. Wie lang ist der Tunnel? Das wissen wir nicht. Sehen können wir auch nur, was in einem blassen Licht beleuchtet ist. Wir können nur daran uns vertrauen, dass der Tunnel auch eine Ausfahrt haben wird. Der Parallel zu dem, was wir heute in der Welt begegnen und das, was die Nachfolger Jesus beschäftigte, ist unverkennbar. Wir befinden uns inmitten einer Krise, dergleichen wir für Generationen nicht gesehen haben. Alles ist plötzlich anders. Alles, was uns bekannt war, ist geschlossen. Alles, was wir tun möchten, ist gesperrt. Alles scheint recht dunkel vor Augen zu sein, denn wir wissen nicht, wie es weiterlaufen wird. Jesus Jünger müssen dieses auch auf ähnlicher Weise gefühlt haben. Gerade ist Jesus nach Jerusalem wie ein Sieger eingeritten. Alle hatten ihn als Held empfangen. Aber dann fing die ganze Sache an, auseinanderzufallen. Wie ein Faden aus einem Pullover, der irgendwo hängen geblieben ist, wird das ganze Strickwerk auseinandergerissen. Bis am bitteren Ende Jesus vor Pilatus stand und dann nach Golgatha verschleppt wurde. Alles war dunkel. Wenn wir uns an letzten Sonntag erinnern, hatte Jesus ihnen aber gesagt, und wir lesen jetzt aus Johannes 15, Vers 10 und 11. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dieses gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dieses war der Glaube, dass die Dunkelheit irgendwie auch wieder zu einem Ende kommt. Dieses war der Glaube, dass die Dunkelheit irgendwie auch wieder zu einem Ende kommen würde. Wie das aussehen würde, hatten sie keine Ahnung. Aber etwas in ihrem Inneren flüsterte ihnen zu: Das Licht kommt wieder. Die Dunkelheit wird vorübergehen. Ich lese nun weiter aus Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Und das ist die Geschichte des Ostersonntagmorgen, das leere Grab. Am Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus, zu den Jüngern, den Jesus besonders liebt hatte, und berichtete ihm: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Petrus und die anderen Jünger machten sich auf den Weg zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger lief schneller als Petrus und war als erster am Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen,
aber er ging nicht hinein. Als Simon nun Petrus kam, ging er sofort in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden und das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Dieses Tuch lag nicht bei den Binden, sondern war getrennt davon zusammengelegt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Denn sie hatten den heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Jesus zeigt sich dann zu Maria. Und da, jetzt lesen wir aus Vers 11 und weiter. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen, aber wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich zu ihm und sagte, Rabuni, das heißt auf Hebräisch, mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündigte, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Plötzlich war es Licht. Mit blinkenden Augen guckten sie einander an. Sie schauten um sich her, als ob es ein Trick wäre und wieder verschwinden würde. Aber ihre Nacht war zu Ende. Es war anders als zuvor. Nun hatten sie wieder einen Sinn zum Weitermachen. Sie hatten wieder Mut. Sie hatten wieder ein Ziel. Sie hatten wieder ihren Herrn. Ostern in diesem Jahr, wo wir so vieles verloren haben, hat nun eine besondere Bedeutung. Wir können auch getrost weitermachen im Glauben, dass diese Krise auch vergehen wird. Es wird wieder Licht werden. Wir werden uns wieder treffen können und einander umarmen, statt von weitem zuzuwinken. Wir werden wieder uns versammeln können und zusammen singen. Wir werden wieder uns treffen können und zusammen Gottes Wort hören. Wir werden wieder uns versammeln können und zusammen das heilige Abendmahl feiern. Auch diese dunklen Wolken werden sich verziehen. Langfristig können wir uns auch darauf verlassen, dass unser Leben mehr bedeutet als das, was wir hier auf Erden erringen. Wir sind mehr wert als Geld. Wir sind viel mehr wert als die materialistischen Dinge, die wir uns zusammenscharen. Mehr als Haus, Autos und Kleider. Wir sind Gottes Kinder. Letztens wissen wir auch, was unser Ziel ist. Wir werden einst mit unserem Herrn vereint werden. Wir werden auch das ewige Leben gewinnen. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir es irgendwie errungen haben,
Nein, weil der Herr es uns freiwillig gibt, weil er uns so geliebt hat, dass er uns nicht im dunklen Tunnel verlassen wollte. Ostern ist eine Zeit der Hoffnung, des Lichts. Ich möchte Sie mit einem Gedanken verlassen, das ich vor kurzem in einem Internetreisebericht las. Eine Reise wird am besten in Freunden und nicht in Meilen gemessen. Wir dürfen uns nicht nur Freunde, sondern Geschwister nennen. Wir sind durch unseren Herrn Jesus Christus vereint. Haltet einander nah, wenn auch von Ferne, und schaut nach dem Licht. Es wird kommen. Seid alle durch den auferstehenden Herrn gesegnet. Amen.